Sie erwartet, dass Model Business von GNNE Gewinnerin Simone Kowalski offene Wunden auf dem Gesicht von T-Online. CKU 25. März 2023 -9:18 Lesezeit 2 Minuten. Simone Kowalski, der 25-Jährige, gewann 2019 die GNNM-Saison. Simone Kowalski sammelte schlechte Erfahrungen über Deutschlands nächstes Topmodell und das Modellgeschäft. Sie zeigt nun die physischen Folgen im Netz. Seit einiger Zeit wird die öffentliche Kritik an der Model-Casting-Show Deutschlands nächstes Top-Modell. Simone Kowalski, Gewinnerin der Saison 2019, erinnert sich nicht gerne an Zeit im Format mit Chief Judge Heidi Klum. Zurück mit einem neuen Instagram-Beitrag und spricht über die Konsequenzen, ihre GNTM-Beteiligung mitgebracht hat. Meine Freiheit wurde mir weggenommen. Und viele Hindernisse. Auch nach der Show. Das Modellgeschäft lernte sie als grausame Industrie kennen. Ein Umfeld, in dem niemand Person behandelt wird, aber nur für seinen Gewinn. Für Unterhaltung oder als Objekt oder sogar sexueller Anreiz verwendet wird. Karriere durch GNTM. Fast unmöglich. Sie werden dies sehen, wenn Sie in der folgenden Post nach rechts klicken. Dann sehen Sie klare offene Wunden auf Ihren Wangen und Kinn. Meinem Kinn. Das Gesicht sah jahrelang so aus. Ich dachte, ich hätte Hautkrebs und ich war nach der Dreharbeiten wirklich krank. Mit ihrem Text spricht sie auch Menschen an, die an einer GNNM-Teilnahme interessiert sind. Dies ist eine Erinnerung daran, dass nicht alles, was leuchtet, Format. Die Show ist großartig, wenn sie ein Influencer werden wollen, sagt Kowalski und betont gleichzeitig, dass sie keinen Hass gegen die Show zeigen möchte, sondern die Realität im Geschäft zeigen möchte.